So, Leute, das ist so der Anfang unseres Dorfes. Ich fahre jetzt mal weiter. Dann zeige ich euch mal, wo alles liegt. Sind natürlich viele Häuser, die hergerichtet werden. Es gibt aber auch sehr viele Häuser, die, naja, sagen wir mal, sich nicht mehr lohnen herzurichten. Jetzt fahren wir die erste Straße, ist die Hauptstraße unseres Dorfes. Wenn wir jetzt da rechts schauen, das ist unsere Post. Dann fahren wir weiter. Jetzt kommt gleich unsere Schule. Da ist die Kirche. Und hier rechts ist die Schule. Dann kommt jetzt ein Friseur. Hier ist ein Friseur. Jetzt kommen wir am Bürgermeisteramt vorbei. Ich werde es euch mal zeigen. Das ist jetzt hier das Gebäude. Das ist das Bürgermeisteramt. Hier links kommt jetzt der Kindergarten. Und hier haben wir dann einen Einkaufsladen. Und hier nochmal eine Kirche. Jetzt kommen wir am Arzt vorbei. Dann fahren wir mal weiter. Jetzt biegen wir dann gleich in die zweite Straße ein. Die zeige ich euch auch dann. Hier geht noch mal eine Stichstraße, dann noch mal links weg. Das sind auch noch ein paar Häuser. Jetzt biegen wir in die zweite Straße ein. So, jetzt biegen wir in die zweite Straße ein. Und auch schon sehr viele Häuser renoviert. Da zum Beispiel so eine kleine Baufirma. So. Schaut eigentlich die Häuser meistens alles, sagen wir mal, sehr solide aus. Wenn man so schaut, gibt natürlich auch dann solche. Wie zum Beispiel hier. Die zwei Häuser wurden jetzt zum Beispiel schon isoliert. Hier, schaut mal, gibt schon schöne Häuser, kann man nicht sagen, für das Dorf hier. Und beobachtet mal, wenn man so schaut teilweise, man sagt immer, die Ungarn sind arm, aber wenn man dann hier in die ganzen Grundstücke reinschaut, sind also mindestens überall ein Auto. Beziehungsweise zwei, drei Stück. Also so arm sind die Ungarn auch nicht. Das hier zum Beispiel, das ist unser Gemeindehaus. Da feiern wir jedes Jahr unseren Rentnertreff. Ist aber jetzt die letzten zwei Jahre abgesagt worden gegen Corona. Soll jetzt angeblich wieder dieses Jahr stattfinden.
So, jetzt fahren wir dann die nächste Querstraße und kommen dann in die dritte Straße. Hier zum Beispiel ist unser Friedhof, aber den wollen wir ja gar nicht sehen. Und auch hier wieder das gleiche Spiel, teilweise die Häuser hergerichtet. Ne? Dann habt ihr auch teilweise dann wieder solche Häuser. Aber der größte Teil ist also, ist hergerichtet oder wird hergerichtet. Sowas gibt es dann auch wieder. Oder sowas. Hier war mal eine Kneipe, die es nicht mehr gibt, weil die Ungarn trinken nicht mehr so viel wie früher. Diese Straße wurde jetzt auch neu gemacht. Hier zum Beispiel, da ist ein Türbauer und Fensterbauer. Solche Häuser stehen natürlich auch rum, aber die sind schon jahrelang verlassen. Das da war früher auch mal eine Kneipe, hat man dann umgebaut als Wohnhaus. Und jetzt fahren wir in die dritte Straße hinein. Hier wurde auch schon der Belag neu gemacht. Sind auch ganz schöne Häuser, sind auch schon sehr viel hergerichtet. Also man muss sagen, es wird hier sehr viel gemacht. Solche Häuser gibt es natürlich auch. Oder hier solche. Da, wie der da zum Beispiel, da sind fünf Autos, die haben fünf Autos. So, dann haben wir da mal wieder so Stichstraße wieder, wie man so schön sagt. Hier sind auch lauter Häuschen. Wenn ihr da schaut, das ist auch alles Baugebiet. Das soll jetzt gebaut werden. Wir haben da auch noch ein Grundstück.
Dann fahren wir an die 6. Straße. Es gibt gerade schauen aus wie Kraut und Rüben. Das sind eben die, wie sage ich immer, die Jäger und Sammler sind es. Die Ungarn sammeln alles, die können alles immer noch irgendwann gebrauchen. Dort gibt es auch noch solche Häuschen. Aber im Großen und Ganzen, also sagen wir mal, 80% der Häuser werden also schon hergerichtet. Da zum Beispiel ist ein Freund von uns, der macht so, na wie sagt man, Lohnarbeiten für die Bauern hier, die Felder bestellen und alles. Diese kleinen Häuschen da, ich fahre mal zurück, dann zeige ich es euch einmal. Da wie da, schaut mal, das Haus zum Beispiel. Oder wie das da, die wurden früher als Sozialhäuser wurden die verkauft hier. Die haben damals zu der Zeit, es ist jetzt so 22, 23 Jahre her, da hat so ein Häuschen nochmal gerade 9000 Mark gekostet. Wurde also von der Gemeinde hingestellt und die dürften das dann abbezahlen. Jetzt fahre ich mal noch in die nächste Straße rein und zeige sie euch. Da schaut es dann schon wieder etwas schlimmer aus. Da sind also, naja, ich sage immer, da wohnen die, die nicht viel arbeiten wollen. Ne? Und da gibt es hier also bei uns hier im Dorf auch einige. Aber wie man mal sagt, wer nicht arbeitet, hat kein Geld und kann sich auch nichts leisten. Ne? So, jetzt fahre ich in die nächste Straße rein. Seht ihr das? Da schaut schon mal wüster aus. Ne? Ja, auch noch sehr viele Grundstücke, die also leer stehen, ne? Und die Leute auch, naja, sagen wir mal, verkaufen wollten. Ne? Aber was die Kosten oder wen hier jetzt die Grundstücke gehören im Einzelnen, das weiß ich jetzt nicht. So, da haben wir auch wieder so ein Haus da. Da haben wir wieder mal eins, was also noch sehr gut beieinander ist. Oder wie hier dann wieder. Ne? Das hier, das ist jetzt zum Beispiel das da, das ist schon seit, naja, 10 Jahren leer. Oder was heißt leer? Da wird halt eben nichts dran gemacht an dem Haus. Und hier das Gleiche. So, jetzt fahren wir wieder die Stichstraße wieder mal runter. Und dann fahre ich in die Straße rein, wo wir jetzt wohnen und zeige euch das einmal. Hier, da kann man drum schon mal. So. Wie gesagt, das sind auch so teilweise wieder diese Sozialhäuser, die man gebaut hat. Ne, und die werden auch alle hergerichtet. Die bauen halt alle ein bisschen an. Werden immer größer, werden die. So. So, und wie gesagt, das sind jetzt die, und das ist jetzt unsere Straße.
Da sind auch sehr schöne Häuser, die teilweise schon hergerichtet sind, auch wieder. Ne? Die wurde jetzt auch erst wieder gemacht, die Straße. Das da wurde auch verkauft, das Haus da. Wie gesagt, 17 Millionen. Das ist auch ein Freund von uns da. Ja. Das da ist zum Beispiel unser Automechaniker. Der repariert immer mein Auto. Siehst du, und das ist jetzt auch so einer, wie ich gesagt habe, nichts arbeiten. Das hat sich das Sozialhaus gekauft vor 22 Jahren und schaut heute aus wie Kraut und Rüben. So, und jetzt kommt das Haus da, wo ich gesagt habe, das kostet 18 Millionen, wo man dann eventuell noch 4 einbezahlen muss. Und jetzt kommen wir mal wieder zu mir nach Hause.